Ich bin das Sofa. Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 13-2. Ich habe immer noch keine Klammer, um das hier festzuklammern. Dass mir die Seite nicht die ganze Zeit umschlägt. Das ist ein bisschen blöd. Komm, ich klemme hier meinen Metallkuli ran. Der zieht die Seite vielleicht nach unten. Ja. Gut, ich habe herausgefunden, wo zwei der drei fehlenden Fragmente liegen. Wir müssen nochmal nach Academia. Und nochmal das Portal schließen. Es gibt noch zwei Fragmente in Neobodum 00 unbekannt. Nämlich, wenn man mit Fang und Vanille geredet hat, sollen dort im Krater die Fragmente auftauchen. Woher sollst du das wissen? Ja, also... bei mir ist gerade so die Geduld ziemlich am Arsch. Das ist jetzt halt das letzte Abgrasen. Also wir machen jetzt hier die zwei Fragmente und danach grasen wir die Bosse ab. Also einerseits killen wir dann nochmal Adam in Augusta 200. Dazu müssen wir aber leider wieder in den normalen Modus. Das heißt, wir müssen uns einmal durch den gesamten Turm nochmal durchschlagen. Glaube ich. Pff, ist die dämlich. Ja, also wir müssen uns dann noch einmal durch den gesamten Turm von Augusta durchschlagen. Um dann nochmal Adam zu bekämpfen. Und dann halt die ganzen Superbosse aus dem Kolosseum. Lightning bei Caius. Werde ich cheaten. Also der Kampf gegen Caius. Weil mir... Der Kampf ist mir ehrlich gesagt einfach zu dumm. Das ist mir wirklich zu dumm und ich habe keinen Bock drauf. Deswegen werde ich den Kampf dann nachher cheaten. Ist mit Ankündigung. Bei den Kolosseums-Bossen tue ich mein Bestes, dass ich das richtig hinkriege. Wobei meine Geduld gerade wirklich so am Arsch ist und ich das Spiel eigentlich nur noch durchspielen will, dass ich, wenn es wirklich absolut nicht geht, auch da Hexen nutzen werde. So. Dann hole ich mir das Artefakt mal wieder. Und auf zum Portal. Der Vorteil, der mich gerade so ein bisschen rettet, Final Fantasy weiterzuspielen, ist einfach, dass ich nicht weiterschneide. Also ich habe jetzt noch nicht mal... die Endsequenz geschnitten, glaube ich. Ich glaube, das rettet mich so ein bisschen, weil hinten raus droht mir jetzt halt die ganze Arbeit mit der Nachbereitung der Folgen, mit der Nachbereitung der Aufnahmen. Und das ist halt auch nochmal anstrengend. Aber der Anstrengung setze ich mich jetzt noch nicht aus. Und dann, wenn ich durch bin, wirklich durch mit Final Fantasy, dann kann ich mich daran setzen. Und mache die Nachbereitung. Und da mache ich, weiß nicht, 7 Folgen pro Tag, beziehungsweise 7 Dateien pro Tag. Das geht dann schon.
Ist ja auch mit Thumbnails so, dass ich dann einfach 6, 7 Thumbnails mache und dann mir erstmal eine Pause gönne. Und jetzt aktuell nehme ich wirklich nur Final Fantasy auf. Mache sonst nichts. Ich streame auch sonst nicht großartig. Ich schneide nicht, ich mache keine Thumbnails. Ich mache jetzt wirklich nur knallhart die Final Fantasy Story durch. Beziehungsweise das Final Fantasy Ding mache ich komplett. Damit ich meine Nerven nicht aufteilen muss. Weil so bin ich jetzt halt im Flow drin aufzunehmen und muss mich dann nicht immer extra ransetzen zum Aufnehmen, sondern ja, bin sozusagen einmal im Flow drin. Auch wenn ich mich hinsetze zum Aufnehmen, ist ja doch irgendwo der Flow da. Würde ich jetzt zwischendrin irgendwas spielen? Ich glaube, dann wäre ich voll raus. Und also irgendwas Größeres, weiß nicht, kein LOL oder so, sondern Zelda zum Beispiel. Zelda ist ja auch sowas, oh, muss ich ja jetzt auch bald durch Kumla wieder durch, habe ich keinen Bock drauf. Ist ja auch sowas, wo du dich dann rein vertiefst und wo du dann auch einmal drin bist, ne? Und ich glaube, dann den Nerv zu finden, nochmal mit der Scheiße hier anzufangen, ist, glaube ich, unheimlich schwer. Also ich glaube, so wie ich es gerade mache, ist tatsächlich am besten dafür, dass ich das jetzt vollständig machen will. Weil ich glaube, wenn ich das einmal beiseite lege jetzt und irgendwas anderes großartig spiele, dann ist, glaube ich, Feierabend. Ich glaube, dann ziehe ich das nicht mehr durch. Mal abgesehen von Roguelike-Spielen wie Isaac oder Hades. Hades habe ich mir jetzt zum Beispiel im Summer Sale gekauft. Sehr gute Entscheidung, macht unheimlich viel Spaß, das Spiel. Wobei ich mich da auch ein bisschen nach der, ich frage mich so ein bisschen nach dem Wiederspielwert. Weil bei Hades, wenn du dich richtig anstellst, machst du da relativ schnell Fortschritt und wirst relativ schnell stärker. Bei Binding of Isaac fängst du ja jedes Mal neu an und kannst immer wieder über die Runs neue Sachen freischalten, ne? Das ist ja wirklich sehr langweilig. Also nicht im Sinne von es ermüdet, sondern du hast lange was von Isaac. Und dann kannst du es auch zwischendrin mal pausieren und mal wieder aufnehmen. Aber das Problem hatte ich schon mal bei Undermine, dass ich da auch ein bisschen Powerplayed habe. Und halt zum Beispiel gespart habe, um mir krassere Ausrüstung leisten zu können. Und dadurch relativ schnell starken Progress gemacht habe. Und Hades spielt sich ein bisschen wie Undermine vom Grundsystem her. Und Undermine fasse ich zum Beispiel nicht mehr an. Weil, ja, ich habe das Größte erreicht. Deswegen, es gibt für mich da eigentlich nichts mehr zu erreichen. Außer ein paar dusselige Zusatzerfolge, aber meine Güte. Und hier muss ich halt jetzt grinden. Also jetzt sind wir auch wieder aus dem coolen Teil mit den Endings raus und sind jetzt halt wieder voll im Grind drin. Fällt mir ein, ich muss mein Handy anschließen. So, bam, bam. To live is without meaning. You fight bravely.
Achso, ich kann ja die Katzen überspringen. Na? Bist du bald mal fertig mit Laden? Überspringen. Speichern. Also ich habe vorhin bei OBS 14 Folgen remixen lassen. Das ist halt schon ein bisschen was. Ihr scheißt jetzt auf die Kiste, die hier spawnt. Ich will einfach nur noch durchkommen. Badam. Nein. Speichern. Der Bullshit hat jetzt schon 11 Minuten gekostet. Anstatt ihr einfach diese Welt hier zugänglich machen, nee, musst du die ganze Zeit wieder von außen rum bullshitten, um hier zurückzukommen. So, und das Schlimme ist, ja, ich gehe dann jetzt in den Krater und hole mir dort die letzten 2 Fickfragmente. Und danach muss ich halt wieder die Noel-Kacke machen. Und wieder ihm hinterher scheißen in der sterbenden Welt. Und einmal in die Siedlung rein und dann wieder aus der Siedlung rausscheißen. Das ist ermüdend. Und das wird die gesamte Folge sein. Ihr seht das, was ihr die ganze Zeit schon seht. Schon wieder. Und Schlimme ist, ihr könnt es ja überspringen, wenn ihr wollt. Ich fände es schade, weil ich mal die Mühe machen, das zu spielen und aufzunehmen, aber ich verstehe es auch irgendwo. Ja, da hinten. Da hinten spawnt eine Kiste. Neues Fragment. Fangs Krone. Wo ist Vanilles Fragment? Da vorne. Vanilles Blüte, glaube ich. Hey, Vanilles Frucht. So, speichern. Ich gehe jetzt noch einmal zur Chronosphäre zurück und gucke. Einfach zur Sicherheit. Ah, oh, Genick. 159 von 160. Gut. Ich gehe dann aber zwischendrin nochmal nach Akademia. Das mache ich auch noch in dieser Folge. Also in dieser Folge passiert jetzt noch, dass ich versuche, in die normale Chronosphäre zurückzukommen. Einfach dadurch, dass ich jetzt nochmal Noels Mist durchscheiße hier. Und dann gehe ich nochmal zu Dr. M. Vielleicht zählen ja die alternativen Boss-Dinger da nicht. Vielleicht reicht sie mir jetzt. Ich meine, ich befürchte ja das nicht, aber besser so als anders, weil wenn ich mir jetzt die Bosskämpfe sparen kann, dann tue ich das auch. Dann muss ich nur noch einmal hier den Overkill machen und danach gönne ich mir nochmal einen Paradigmenwechsel. Also stelle mich dann auf unzerstörbar und rausch durch die Paradigmen durch.
so viele sollten es ja eigentlich nicht mehr sein, oder? Cutscene skippen. Ja, und jetzt rennen wir noch hinterher. Aber das Problem ist, ich befürchte, dass Dr. M damit eben nicht zufrieden sein wird, dass wir auf die alternativen Dinger scheißen. Laut Dr. M wird damit nicht zufrieden sein und wir müssen wirklich alles noch holen. Und das wird dann halt auch nochmal ein großer Grind. Weil ich dann auch durch verschiedene Zeiten reisen muss und die Monsterkristalle suchen muss. Und dann eben im Kolosseum alles killen. Es wird anstrengend. Müssen wir jetzt nochmal gegen Kaius kämpfen? Also, wenn ich jetzt aus Versehen nochmal in den Kampf gegen Kaius gerate. Alles klar. Das skippe ich. Einen Moment, ich muss erstmal den Download wiederfinden. Da. So, dann muss ich das Ding hier wieder leise machen. So, Final Fantasy wieder hoch. Ich weiß übrigens nicht, warum ich jetzt nochmal gegen Kaius kämpfen muss. Weil ich habe das Paraskop ja eigentlich aus. Achso. So, folge Noel hier hoch und dann folge ihm wieder runter und folge ihm bis ans Ende der Welt. Was? Das, was mich halt gerade so ungehalten macht, ist, dass es einfach nur Bullshit ist, was ich hier mache. Für eine Minute Fragmente einsammeln. Dulli ich hier schon wieder 18 Minuten durch die Gegend. Schnauze halten. Ah, cool, das kann man auch alles skippen. Die Zwischenpfade. Und ich will zurück in die normale Chronosphäre, bitte. So, zurück zur Chronosphäre. Was? Ich bin immer noch nicht in der normalen Chronosphäre drin. Was muss ich denn jetzt noch machen? Oh, ey. Ich habe schon einmal in einer der letzten Folgen gesagt, Tim, es gibt mir Posttrauma. Also wenn ich damit durch bin,
Freue ich mich auch schon auf Final Fantasy 15, muss ich sagen. Weil so einerseits finde ich ja hier die Idee mit der Chronosphäre ja ganz witzig. Das Problem ist halt so ein Bullshit. Bei dem ich halt wirklich immer wieder dasselbe machen muss, weil ich ein anderes Ergebnis erwarte. Also Final Fantasy 13.2 fördert Wahnsinn. Komm, weißt du was? Es gab hier auch irgendwo, ich glaube, Numpad 7 war es, ne? Ich sehe es einfach mal hier rüber. No random encounters, jo. Weil ich jetzt auch nicht weiß, wo Noel hinrennt. Okay, der rennt hier wieder in die Siedlung. You know, Sarah, I gotta thank you for not forgetting about me. Ja, bitte. You're the reason we've made it this far. Come on, Noel. You're not just the future boy anymore. You're a part of my time period as well now. Nee, skippen kann ich das nicht. Schade. Also, dass ich die anderen Dinger skippen konnte, das war jetzt echt glücklich, dass ich das gefunden habe. Dass ich das hier nicht skippen kann, ist halt ätzend. Ich glaube, hätte ich nochmal das Heart of Chaos Ending geholt, wäre ich schneller gewesen. Weil dann hätte ich Kaius one-shotten können. Ich glaube, dann wäre ich wieder in der normalen Chronosphäre gelandet. Weil ich dann die ganzen Cutscenes mit Noels Selbstreflexionen hätte skippen können. Muss schon da hoch, oder? Ja. Weil ich dann die ganzen Cutscenes hätte skippen können und dann wäre ich in der Chronosphäre gelandet. 22 Minuten geht diese Folge gerade schon. Für knapp eine Minute zwei Fragmente holen. Ich bin echt dieses Spiels müde. Juhu, wir sind jetzt einmal durch die gesamte Map gelaufen, um ein, zwei Cutscenes zu skippen. Ich glaube, wir sind jetzt hier 3 Minuten durch die Gegend gerannt, um einfach nur diese Cutscenes zu skippen und dadurch wieder in die Chronosphäre zu kommen. Das ist halt einfach nur dumm. Okay, ich habe keinen Ton mehr. Ah, da ist der Ton wieder. So, nächster Zeitspalt. No doubt about it. This is your village. But the time period. This is far into the future, after mankind is gone. Und zum nächsten Zeitspalt. Wir laufen jetzt auch wieder eine Minute zum nächsten Zeitspalt. Na gut, es war jetzt nicht ganz eine Minute. Ich wurde jetzt, glaube ich, direkt vom Ende der Folge unterbrochen, oder? Skip, skip. Skip. Achso, ja, stimmt, ich muss noch die dusselige Scheiße ganz hier hinten aufheben. So. Dann kurz warten, dass das Fragment sichtbar wird. Dann kurz warten, bis Sarah auch Bock hat, das aufzunehmen.
und dann wieder einmal von ganz hinten nach ganz vorne laufen, um das ins Portal zu schmeißen. Also wenn wir Academia Turm von Augusta nochmal machen, dann lasse ich auch No Random Encounter an. Weil das würde mir, glaube ich, kompletten Tag versorgen. Hey, wir haben es zurückgeschafft in die normale Zeitlinie zurück. Super. 26 Minuten geht die Folge. Grandios. Wir haben 2 Artefakte geholt. Wir mussten diese gesamten Bullshit nur machen für 2 Fragmente. Das ist höchst unbefriedigend, diese Folge. Ohne Mist. Das macht mir richtig schlechte Laune gerade. Ah, wir sind bald durch mit der Scheiße. Ach nee, warte, ich wollte ja noch hier wieder in Akademie, ja? Mal mit Dr. M reden. Ich meine, ich bezweifle zwar, dass der es annimmt, aber hey, vielleicht ja doch. Gott. Also das kriegt auch definitiv Punktabzüge dafür, dass man immer wieder so ewig durch die Gegend bullshitten muss. Wo ist denn Dr. M, der Schwabbelkopf? Well, well. This is a significant news. Surprise me. It's still... Ja, Dr. M, du bist so ein Huhn, so ein echt. Verdammt seist du und deine gesamte Familie. Ich hoffe, Dr. M stirbt. Gott, ich hasse diesen Charakter. Er hatte das doch schon, eine nette Datenbank. Aber meine ist so viel länger und so viel dicker. Gut, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auch. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.